Klaus-Jürgen Knacki-Deuser, bekannt als Comedian und Moderator, in seinem Homeoffice, wo er sich derzeit mit seinem Projekt Survival Guide für Videokonferenzen beschäftigt. Neben seiner Leidenschaft für die Bühne hat der Wahlkölner noch eine weitere, den Laufsport. Knacki-Deuser ist fit, sehr fit sogar. Wenn er allerdings in diesen Tagen, wie viele andere Berufstätige, seiner Arbeit zu Hause nachgeht, zwickt es mitunter im Rücken. Ich kenne eigentlich Schmerzen nur von zu viel Bewegung. Aber dieses ständige im Homeoffice sein, vor Rechnern sitzen, durch Videokonferenzen gehen, also auf Dauer merke ich schon, dass Sitzen nicht immer gut tut. Und wenn das mir als trainierten Mensch schon wehtut, also ich mache echt viel Sport, dann bin ich mir sicher, dass dieses Thema Rücken auch ein paar andere Leute betreffen wird. In der Tat, das Problem Rücken nimmt in diesen Zeiten zu. Der Mensch ist nicht zum Sitzen gemacht. Die Praxis Orthopädie und Sport in Köln. Dr. Jens Ennepe weiß, warum Rückenbeschwerden durch Homeoffice inzwischen häufig anzutreffen sind. Man stellt fest, dass das Mobiliar überhaupt nicht richtig aufeinander abgestimmt ist. Der Tisch ist entweder zu hoch oder zu niedrig, der Stuhl stimmt nicht. Manche arbeiten sogar auf dem Sofa, das kann 8 Stunden im Grunde auch überhaupt nicht gut gehen. Und am Ende fehlt einfach auch die Bewegung. Bei Klaus-Jürgen Knacki-Deuser sind die Beschwerden nicht allzu groß. Er ist ehemaliger Leistungssportler und hält sich vor allem mit Laufen, auch zusammen mit seinem langjährigen guten Bekannten Dr. Ennepe, dauerhaft fit. Aber selbst bei ihm macht sich das wochenlange Arbeiten im Homeoffice bemerkbar. Eigentlich bist du ja sehr fit, aber jetzt hat es dich auch erwischt mit dem Homeoffice-Rücken. Ja, so tut's weh. Ich sitze aber auch irgendwie 6 Stunden vor dem Rechner. Oh, ja, muss mich fit kriegen. Aber strahlt nicht aus in die Arme oder? Nein, das sind dann ja hier, aber ich immer hier oben tut's echt weh. Ja, ja, typisch. Dann würde ich sagen, zieh du mal dein Hemd aus und nimm einmal kurz hier auf dem Hockerplatz, bitte. Da tut's schon weh, ne? Das sind so typisch aktivierte Triggerpunkte hier in dem Bereich der Schulter. Die Muskulatur ist verspannt, so der Schulterheber hier zum Beispiel oder auch der Trapezmuskel und das schmerzt. Die klinische Diagnose liefert beim gebürtigen Kaiserslauterner Knacki-Deuser bereits ein gutes Bild der Ursache für seine leichten Schmerzen. Gerade bei Rückenproblemen können diese vielfältig sein. Das fängt bei einer einfachen Muskelverspannung an und geht über Entzündungen der kleinen Wirbelgelenke, Einengung der Nerven. Die Bandscheiben können vorgeschädigt sein. Es kann auch ein Komplex von allen diesen Problemen sein, eine Fehlstellung möglicherweise der Wirbelsäule. Und das kann dann ganz unterschiedliche Beschwerdesymptomatiken auslösen. Ausstrahlende Schmerzen in die Extremitäten, Kribbeln in der Hand, ausstrahlend ins Bein etc. Und das muss man dann ganz genau halt rausfinden, um es dann auch spezifisch behandeln zu können. Um die Untersuchungsergebnisse bei Knacki-Deuser weiter zu festigen, kommt bei ihm zusätzlich eine 3D-Wirbelsäulenvermessung und der sogenannte In-Body-Scan zum Einsatz. Mit der Wirbelsäulenvermessung lassen sich Fehlstellungen feststellen. Der In-Body-Scan gibt beispielsweise Aufschluss über die Verteilung von Muskel gegenüber Fettmasse. Ja, hier sehen wir das Ergebnis und die Probleme, die daraus entstanden sind. Diese verkrampften Muskelknotenpunkte, die rühren hier von den Blockierungen her und so eine leichte Seitabweichung hast du. Aber ansonsten kerzengerade, keine große Rotation der Wirbelsäule und das ist im Grunde sehr gut. Aber die Blockierungen, die werden dich wahrscheinlich stören und die müsste man dann lösen. Der In-Body, auch ein sehr gutes Ergebnis. Guter sogenannter Phasenwinkel, das spricht für dein gutes Immunsystem, für eine gute Zellaktivität, guter Zellstoffwechsel und ansonsten sehr trainiert, viel Muskulatur, wenig Fett, besser geht's nicht. Damit der Homeoffice-Rücken gar nicht erst auftritt, kann jeder etwas tun. Das fängt schon damit an, den Arbeitsplatz richtig einzurichten, angefangen beim Stuhl. Da fangen wir schon mal an, dich einfach mal hoch zu setzen. Wie hoch? Ja, das müssen wir schauen. Dass wir dich hier ein bisschen aufrichten, damit eben hier diese Partie sich ein wenig entspannt. Dann müssen wir gucken, wie ist das mit der Maus? Ist das so bequem für dich oder ist das, ja, ne, das passt, recht locker. Jetzt geht es um die Blickrichtung, also eher so ein bisschen von oben, genau, oben schauen. Das passt ganz gut. Und ganz wichtig ist auch, dass man gelegentlich mal, genau, sich mal bewegt. Aber auch über den Arbeitsplatz hinaus kann man etwas tun. Selbsthilfe mit Eigenübungen gegen die Schmerzen. Knacki-Deusers Schmerzen halten sich zwar in Grenzen, aber zusammen mit Dr. Ennepe zeigt er, was sich dahinter verbirgt. Im Kern geht es um Mobilisation, Dehnung und Kräftigung. Am Anfang steht die Mobilisation. Es geht nur einfach so ein bisschen um Schulterkreisen. Okay.
erstmal so ganz leicht. Und fühlt sich gut vorbereitet? Ja. Super. Jetzt machen wir eine einfache Dehnübung. Jetzt kann man das auch so versuchen, dass man den Kopf so ein bisschen nach vorne dehnt. Gerade kommt hier ein bisschen nach vorne. Jawohl, so ist gut. Sehr gut. Komm, halte ich hier erstmal stabil. Genau, und jetzt streckt das Bein. Jawohl, so ist gut. Sehr gut. Passt. Der Homeoffice-Rücken kann durchaus unterschiedliche Ursachen haben. Mit Eigenübungen kommt man oft schon sehr weit. Manchmal sind die Ursachen aber doch etwas spezifischer. Da können die Facettengelenke entzündet sein, der Nerv kann eingeengt sein. Da sollte man dann auch mit einer spezifischen Therapie helfen, wie zum Beispiel die Eigenbluttherapie. ACP hilft da sehr stark. Oft ist es einfach auch komplex und auch komplex zu therapieren. Der Homeoffice-Rücken, die Selbsthilfe durch Einrichtung des Arbeitsplatzes und Stärkung des Immunsystems durch moderates Training, kann schon einiges bewirken. Laufsport zum Beispiel macht nicht nur fit, sondern ist immer möglich und ist gerade in diesen Zeiten eine willkommene Abwechslung. Anderes Training ist natürlich auch hilfreich. Bei schlimmeren Symptomen allerdings liegt die Ursache meist tiefer und kann vom Körper nicht mehr kompensiert werden. Dann heißt es auf zum Orthopäden, der mit Diagnose und Therapie weiterhilft.